Das Wort hat der Kollege Sascha Rabe. Herr Minister, der Bericht, der uns erst seit wenigen Minuten vorliegt, enthält bereits an einer ganz entscheidenden Stelle, nämlich der Finanzen, eine dermaßen große Lüge und Täuschung, dass es wirklich beschämend und eine Brüskierung des Parlaments und der Öffentlichkeit ist, was Sie hier vorlegen. Wenn Sie tatsächlich schreiben, die Bundesregierung strebt weiterhin an, einen Anteil der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen in Höhe von 0,7% bis 2015 zu erreichen, und Sie gleichzeitig dem Parlament einen Haushaltsplan vorlegen, der für dieses Jahr Kürzungen im Entwicklungsbereich vorsieht und der hier, ich zitiere aus Ihrem Haushaltsplan der Bundesregierung, für die Jahre 2014 und 2015 weitere Kürzungen vorsieht, und wir wissen, dass wir bei einer jetzt beschämend niedrigen Quote von 0,38% eine Verdopplung bräuchten, also 10 Milliarden Euro mehr, und Sie für die nächsten zwei Jahre Kürzungen vorschlagen, dann frage ich mich, wie Sie dazu kommen, so etwas hier reinzuschreiben. Das Einzige, was Sie gesteigert haben, ist im Ministerium die Strukturreform zu missbrauchen, um Ihre Parteifreunde mit Posten zu versorgen. Das ist wirklich beschämend, Herr Minister. Herr Abgeordneter, ich kann zwar Ihre Frage nicht erkennen, werde auf Ihre Stellungnahme aber trotzdem eingehen. Zunächst haben Sie die Unwahrheit gesagt, was das Versenden des Berichts anbetrifft. Der ist um 11.30 Uhr nach Beschluss des Kabinetts dem Parlament zugegangen. Wenn Sie Ihren E-Mail-Account nicht checken, dann können wir das leider auch nicht regeln. Darüber hinaus ist die Diktion, dass Sie der Bundesregierung der Lüge bezichtigen, nach meinem Dafürhalten unparlamentarisch. Ich bin sicher, die Präsidentin wird das auch entsprechend zur Kenntnis nehmen. Unabhängig davon haben Sie auch hier die Unwahrheit gesagt. Denn diese Bundesregierung hat es geschafft, das Ziel, dass wir versprochen haben, als ich 7 Jahre alt war, 0,7% des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungsleistungen zu erreichen, deutlich anzunähern. Als ich das Amt übernommen hatte, waren wir bei 0,35%. Jetzt sind wir bei 0,38%. Als ich das Amt übernommen habe, war die staatliche Gesamtleistung für offizielle Entwicklungszahlungen 8,7 Milliarden. Heute sind wir bei 10,2 Milliarden und der drittgrößte Zahler im bilateralen Bereich weltweit. Während in dieser Legislaturperiode der Bundeshaushalt um 2,6% angestiegen ist, ist der Haushalt des BMZ um 17% angestiegen. Das heißt, das Ziel ist klar im Blick. Dass wir es noch nicht erreicht haben, wissen wir selbst. Und dass es eine sportliche Herausforderung ist, bis 2015 dieses Ziel zu erreichen, habe ich zu jedem Zeitpunkt gesagt. Unabhängig davon möchte ich den letzten Teil Ihrer Äußerung gerne, Frau Präsidentin, noch erwähnen, weil ich es leid bin, dass Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich hier nicht wehren können, ständig in ihren Lebensläufen diskreditieren und beschimpfen. Sie wissen ganz genau, dass die Bundesregierung nach Eignung, Befähigung und Leistung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzt. Und Sie wissen ganz genau, dass Sie sich nur trauen, hier, weil Sie der Indemnität unterliegen, diese Unverschämtheiten von sich zu geben, weil draußen in der wirklichen Welt die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Ehre streiten und sich verklagen könnten. Deswegen wehre ich mich dagegen hier in diesem Haus, dass Sie ständig redliche Beamtinnen und Beamten der Bundesrepublik Deutschland diskreditieren. Ich kann mir in meinem Ministerium keine einzige Pfeife leisten. Wenn das hier im Parlament toleriert wird, dass hier Pfeifen gewählt werden, kann ich das nicht ändern. Das macht der Wähler. So, ich bitte jetzt Herr Rabe, Sie kommen auch wieder auf die Liste der Fragewilligen, aber geschäftsleitend ein Hinweis an die fragenden Abgeordneten und an die antwortenden Regierungsmitglieder. Wir sind im Moment in der Befragung der Bundesregierung. Dazu haben wir uns Regeln gegeben. Die Regel heißt, wir fragen maximal eine Minute und setzen dann das Fragezeichen. Und die Bundesregierung antwortet jeweils auch in maximal einer Minute und setzt einen Punkt. Und wenn jemand unzufrieden ist mit der Formulierung einer Frage oder aber auch mit einer Antwort, dann lässt sich das durch Nachfragen und Austausch alles miteinander lösen. Und sollten dann noch Fragen offen bleiben, haben wir uns ein Gremium gegeben, welches morgen Mittag um 14 Uhr wieder tagt, wo auch Unzufriedenheiten sowohl mit der Leitung dieser Sitzung ausgetauscht werden können und bewertet werden können, wie auch Unzufriedenheiten mit dem Verhalten einzelner Abgeordneter oder wenn jemand unzufrieden ist darüber, wie die Bundesregierung sich in der Fragestunde präsentiert. Habe ich damit jetzt ausführlich Auskunft gegeben, auch für diejenigen, die uns hier zuhören und sich fragen, was machen wir hier eigentlich? Die nächste
Die nächste Frage stellt der Kollege Nima Movasat.